genug. Okay. Willkommen in 2018 und willkommen bei einer neuen Ausgabe des Radio Diesel Auto Checks. Neben mir steht ja der neue Honda Jazz. Und auch die Honda-Freunde werden sagen, Moment, der neue Honda Jazz, den kennen wir doch, den gab es doch schon vorher. Naja, im Detail hat sich dann doch einiges verändert. Ich bedanke mich schon jetzt mal ans Autohaus Mühlbauer in Bad Kötzting, dass ihr uns dieses Auto mal wieder freundlicherweise zur Verfügung gestellt habt. Und wenn ihr einen Honda Jazz mit dem Autohaus Mühlbauer Hauspreis haben möchtet, dann meldet ihr euch bitte bei ihnen. Der Link ist unten in der Beschreibung und jetzt geht's los mit dem Test. Wir sehen uns mal die Details ein bisschen genauer an. Also was ist jetzt neu am Honda Jazz Facelift 2018? Wir haben hier die Dynamic-Version und alleine die Dynamic-Version ist komplett neu, gab es vorher nicht. Sie ist die sportlichere Version, sie hat mehr PS, 135 an der Zahl, die anderen haben alle 102 PS, es gibt ja nur zwei Motoren. Allgemein haben wir hier auch sportlichere Elemente, die auch mehr an den Honda Civic erinnern. Und wir haben hier neu sechseckige Wabenmuster, die hier mit eingebaut sind, das sind aber dann wirklich nur Details. Viel größer wird der Unterschied allerdings dann bei der Beleuchtung, denn der Honda Jazz hat ab der Elegance-Ausstattung LED-Scheinwerfer. Sieht man nicht nur hier an dieser runden Form, sondern hier sind auch LED-Scheinwerfer verbaut. Etwas schade ist, dass das hier noch Halogenblinker sind. Die hätten vielleicht auch aus LED sein können, aber es ist toll, dass es für eine Preisklasse, in der das teuerste Auto unter 20.000 Euro kostet, sogar LED sind. Und LED ist in der Dunkelheit immer gut, das werden wir später noch sehen. Und wenn wir jetzt mal kurz zur Seite gehen, dann sehen wir hier auch, dass es auch Dynamic schwarze Spiegel und komplett neue Felgen. Auch bei den anderen Modellen, also bei der Ausstattungslinie Trend, Komfort und Elegance, da sind die Felgen auch komplett neu designt worden. Alle Felgen sind auf 15 Zoll oder 16 Zoll groß und das war es dann eigentlich schon, was die großen Neuerungen angeht. Hier an Bord des Honda Jazz fällt auf, dass sie hier das alte Honda Civic Infotainment-System eingebaut haben. Das ist an sich sehr funktional. Du hast Navigation und Telefon und Audio mit dabei. Eigentlich alles, was man so braucht. Du kannst auch hier Apps installieren. Es ist Android-basierend. Allerdings finde ich, sieht es ein bisschen altbacken aus. Das sah es schon beim Honda Civic, haben wir gesagt. Und das tut es heute auch noch genauso. Aber die Konnektivität ist wirklich sehr gut. Man hat einen HDMI-Anschluss sogar hier mit dabei, zwei USB-Anschluss und dann eben auch noch den typischen Zigarettenanzünder. Was an der Dynamic Edition anders ist als bei den anderen, wir haben hier ein Lederlenkrad mit orangen Nähten. Hier habe ich die Elegance-Ausstattung, dann besitze ich ein Lederlenkrad ohne orange Nähte. Sehr schnell ist auch das Multifunktionslenkrad mit dabei, das ist auch ganz gut, denn leider hat das Infotainment-System keinen drehbaren Laut- und Leiser-Knopf. Hier muss ich eben am Navi rumtippen, da ist das Multifunktionslenkrad schon sehr gut. Die Tachoanzeige ist sehr gut ablesbar und der Bordcomputer auch. Ich habe hier eine selbst einstellbar, also es gibt keine Klimaautomatik beim Honda Jazz Dynamic, wieso auch immer, beim Elegance gibt es die schon. Ein typisches Japaner-Problem meiner Meinung nach sind die Fensterheber, diese Verarbeitung dort, die sind sehr standardmäßig. Die hat man zum Beispiel auch im Toyota, das ist ein bisschen schade, da könnte man noch ein bisschen mehr Liebe ins Detail stecken. Was aber allerdings sehr gut ist, das ist die Soundanlage hier im Honda Jazz, die ist sehr laut und kräftig. Es ist mal wieder soweit, ein Kofferraumtest hier auf Radio Diesel steht an und ich muss ganz ehrlich sagen, Honda hat beim Honda Jazz eine richtig große Klappe und das ist nicht negativ gemeint, sondern positiv. Seit der letzten Generation wissen wir, Honda Jazz ist ein echtes Raumwunder in seiner Klasse. Wir haben hier neben uns 15 Kästen, die versuchen wir jetzt alle in den Jazz reinzubringen. Wie viel davon Platz haben? 15 Kästen ist wirklich sehr, sehr viel. Aber wie viel davon Platz haben, das testen wir jetzt. Ich mache jetzt mal ganz kurz schnell diese Hutablage weg und dann so. Dann werde ich die Sitze noch umklappen und dann schauen wir mal, was hier so Sache ist. Ja.
Was mir gleich auffällt, ist Folgendes. Wir haben hier eine extrem niedrige und gerade Ladefläche. Das ist sehr gut. Und auch hier habe ich keine hohe Ladekante. Hier geht es gleich rein zum Beladen. Wirklich perfekt. Optisch gesehen passen hier wirklich sehr viele Kästen rein. Okay, 15 Kästen, wo sind denn die bitte schön hin? Hier passen ja locker nochmal eine Reihe oben drüber. Ich tippe mal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier passen noch 6 Kästen rein. Dann wären wir ungefähr bei 21 Kästen. Und ich habe es noch nicht mal auf den Beifahrersitz oder sonst was gestellt. Der Raum ist massig. Man muss überlegen, dieses Auto konkordiert jetzt nicht mit irgendeinem Touran oder so einer Van-Größe, C-Max zum Beispiel, sondern es ist wirklich in der Corsa Polo Kia Rio. In dieser Klasse fährt er. Und hier passen schätzungsweise, also hier passen definitiv über 15 Kästen rein. Das ist einfach der Wahnsinn. Und jetzt habe ich euch noch nicht mal die Magic Seats gezeigt. Die sind ja für den Alltag eigentlich nochmal das Raumwunder schlechthin. Es ist einfach, ja ganz ehrlich, der blanke Wahnsinn, was hier reinpasst. Krass. Nun also zu den sagenumwobenen Magic Seats. Und ich bin hier nach wie vor in dieser ebenen Ladefläche-Position. Und da kann ich jetzt die Sitze ganz normal hochklappen. Und das Besondere bei den Magic Seats ist, dass man hier einfach die Sitzfläche nimmt und nach oben klappt. Und dann habt ihr hier nochmal richtig coolen Stauraum. Diese Sitze bleiben oben und dann kann man hier wieder was reinlegen. Sowohl der Sitz drüben als auch die beiden Sitze hier. Die sind jetzt schon hochgeklappt. Da werden wir jetzt auch wieder was einladen. Und das ist halt eben der super Stauraum für den Alltag beim Einkaufen, wenn man nicht den ganzen Kofferraum umklappen möchte oder wegen dem Hund zum Beispiel nicht soll. Dann kann man halt eben hier diese Funktion nutzen. Wie funktioniert das Ganze? Wieso haben das die anderen noch nicht? Nun ja, Honda hat einfach den Tank des Autos woanders hingeschoben. Etwas weiter nach hinten in den Kofferraum, aber wenn ich so sehe, wie viel Platz in diesem dann doch kleinen Auto eigentlich ist, frage ich mich, wo die den Tank hingemacht haben. Ich weiß es nicht, kann uns eigentlich auch egal sein. Wir profitieren einfach nur von diesem Raumangebot. Mal gucken, wie viele Kästen hier Platz finden. So, dann gucken wir einfach mal, wie viel Platz in diesem Auto ist. 2, 4, 6, 7 Kästen allein hier in dem Magic Seats Bereich, also in diesen hochgehobenen Sitzen. Dann habe ich auch noch den Kofferraum und da passt ja auch noch was rein. Das teste ich jetzt auch noch mal gleich. Moment. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier auch... Ja, passt rein. Also, dann testen wir mal, wie viel jetzt hier in der normalen Position reinpassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kästen. Und hier vorne hatten wir, ich muss nochmal nachzählen, also insgesamt 13 Kästen, ohne dass ich irgendwas umstelle oder sonst was. Sowas habe ich in der Kleinstwagenklasse, ganz ehrlich, noch nie gesehen. Das ist echt krass. Ihr merkt, es ist Winter und deswegen muss ich hier auch das Licht im Innenraum einschalten beim Honda Jazz. Und kommen wir nun zum Fahrwerkrecht. Ich fahre hier den 1.5 Motor von Honda. Der ist ganz neu und den kennen wir auch schon vom kleinen SUV von Honda. Hat 135 Benzin PS. Die normale Standardvariante des Jazz ist der 1.3 Motor mit 102 PS. Wieso sage ich die normale Standardvariante? Es gab nämlich vorher nur eine einzige Motorisierung und jetzt gibt es zwei, aber die gibt es auch nur
beim Dynamic. Fahren wir also los und beim Fahren merken wir eins, der Dynamic ist tatsächlich dynamischer. Das ist also nicht nur ein Marketing-Blablabla, die sich irgendwelche Japaner ausgedacht haben, damit man eine junge Zielgruppe bekommt. Nein, er ist wirklich direkter von der Lenkung und er ist meines Erachtens ein bisschen besser abgestimmt von der Fahrweise. Ich kann schneller in die Kurven fahren als mit den anderen Typen, mit denen ich den Honda Jazz ausstatten kann. Denn wir haben es ja hier mit einer Kastenform zu tun. Es ist jetzt kein typischer Kastenwagen, aber es ist eine kastigere Form als zum Beispiel beim Polo, Kia, Rio, Corsa und Co. Und da hat man halt eben, das merkt man auch bei den Vans, meistens einen höheren Schwerpunkt. Das heißt, das Auto schwankt mehr unterm Fahren in den Kurven. Habe ich auch ein bisschen in den anderen Jazz-Modellen. Es ist trotzdem gut abgestimmt, aber wirklich komplett weg ist es hier in dem Dynamic-Modell. Also wirklich dynamischer und er sprintet auch ganz souverän von 0 auf 100. Ich hätte mir den Unterschied zwischen dem 102 PS Benziner und dem 135 PS Benziner ein bisschen größer vorgestellt. Allerdings hat das Auto noch weniger als 100 Kilometer. Der muss eigentlich noch eingefahren werden, weshalb ich euch auch noch keine zuverlässigen Durchschnittsverbrauch sagen kann. Ist ja ganz logisch. Wie würden wir nun unseren Honda Jazz ausstatten, damit er wirklich das allerbeste Preis-Leistungs-Verhältnis hat? Und da gibt es beim Honda Jazz gar nicht so viele Varianten. Denn während Corsa, Polo, Rio und Co. jetzt auf Individualismus à la Mini stehen, das heißt besondere Zierleisten, Muster, Dachfarbe und Co., gibt es hier nur vier unterschiedliche Ausstattungsvarianten. Und Honda gibt wirklich ganz starr vor, Trend, Komfort, Eleganz und Dynamic. Du kannst nicht wählen, will ich dieses Assistenzsystem dazu oder sonst was? Nein, es ist dabei oder nicht. Und es gab vorher auch nur einen Motor, jetzt mit dem Dynamic gibt es auch sogar zwei Motoren, ist aber immer noch sehr wenig, wenn man vergleicht mit Corsa, Polo und so weiter. Aber das hat auch einen Vorteil. Und zwar, dass alles in einem guten Preis-Leistungs-Rahmen ist. Der Grundpreis liegt bei 16.640 Euro. Den Polo gibt es schon ab 13.000 Euro. Allerdings ist der Polo sehr nackt. Und hier sieht die Basis folgendermaßen aus. Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Tempomat, Lichtsensor, Regensensor, Freisprechanrichtung, Multifunktionslenkrad und Sitzheizung. All das ist schon in der Basis mit dabei. Und da kommt noch viel mehr dazu, wenn ich dann die Top-Versionen nehme. Zum Beispiel Eleganz oder jetzt eben auch hier den Dynamic, die sportlichere Variante, für 19.990 Euro. Aber immer noch UVP unter 20.000 Euro. Und dann habe ich hier eben schon 16 Zoll Felgen, die komplett überarbeitet worden sind. Einen 135 PS Motor, der sehr laufruhig läuft. Ein Heckspoiler und so weiter, was wir eben schon besprochen haben. Ein gleich ausgestatteter Polo mit derselben Farbe. Natürlich, es hinkt manchmal, es ist nie zu 100% vergleichbar, aber ein circa gleich ausgestatteter Polo kostet 4.000 Euro mehr. Aber der hier hat auch einen Spurhalteassistenten mit dabei und so weiter und so fort. Sitzheizung, was man sich vorstellt. Also von dem her ist das Preis-Leistungs-Paket meiner Meinung nach für diese Kleinstwagenklasse schon unschlagbar. Zumal ja wirklich also 21 Kästen reinpassen. Das ist auch mal eine Ansage. Deswegen können wir den Jazz empfehlen für die Leute, die viel transportieren in der Stadt, Landstraße oder Stadtfahren. Der ist jetzt nichts für die Vielfahrer auf der Autobahn, weil er dann über 140 doch ziemlich laut wird, aber er ist einfach so ein Alltagsbegleiter. In diesem Sinne verabschieden wir uns vom Honda Jazz. Wir sagen nochmal Danke an das Autohaus Mühlbauer in Bad Kötzing, dass ihr uns dieses Auto zur Verfügung gestellt habt. Wie gesagt, wollt ihr einen besonderen Hauspreis, dann meldet euch bei ihnen. Link ist unten in der Beschreibung und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem Autocheck und ich werde jetzt noch eine Runde einkaufen gehen. Servus und bis bald. Ciao!